Deutsche bekommen ja jetzt einen neuen Präsidenten und was für einen. Diesen großartigen, den vor eineinhalb Jahren alle wie einen Erlöser feierten, der damals auch der Liebling der Net-Community war, als ihn Sozialdemokraten und Grüne als Präsidentschaftskandidaten aufstellten, sodass Angela Merkel es nur mit Ach und Krach geschafft hat, ihren eigenen Kandidaten durchzuboxen. Aber jetzt, wo sie kriegen, was sie wollten, findet plötzlich niemand mehr den Joachim Gauck großartig. Kaum war klar, dass der ehemalige Pastor aus Rostock als Konsenskandidat von 5 Parlamentsparteien ins Präsidentenamt gehievt wird, da war schon Konsens, dass dieser Gauck ein ganz ein schlimmer Finger ist. Ein wahrer Shitstorm schlug im Internet über ihn zusammen. Und zwar wegen einer ganzen Reihe von provokanten oder törichten Meinungen, die der Joachim Gauck in den vergangenen Jahren vertreten hat. Was wurde ihm da vorgehalten? Dass er den Antimuslimisten Thilo Sarrazin einen mutigen Mann genannt hat, der über ein Problem, das in der Gesellschaft besteht, offener gesprochen hat als die Politik, dass er Vorratsdatenspeicherung gut findet und Bürgerrechtsschutz im Internet nicht so wichtig, dass er sich über Stuttgart 21 lustig gemacht hat, also über die Bewegung dagegen, den Atomausstieg aber blöd findet, dass er Kapitalismuskritik albern, den Kapitalismus aber super findet, dass er ausgerechnet am Höhepunkt der Finanzkrise, die von wild gewordenen Finanzmärkten ausgelöst wurde, gesagt hat, wer der Wirtschaft ihre Freiheit nehmen will, der wird mehr verlieren als gewinnen. Und noch so ein paar Dinge, die entweder ziemlich stramm konservativ sind oder nur törichter Nonsens. Und da schrie einem plötzlich die Entrüstung entgegen. Da musste man nur Facebook oder Twitter einschalten, überall diese Hashtags Not My President oder No Gauck. Und das ist auch ein schönes Lehrspiel darin, wie die Web-Öffentlichkeit funktioniert. Nach diesen zwei Phasen, also erste Phase Vergötterung Gaucks und zweite Phase Entrüstung, kam die dritte Phase. Dritte Phase, eine Art Selbstkritik der Net-Community. Das sei doch alles ganz arg verkürzt, da werden Halbsätze aus dem Zusammenhang gerissen, sodass sie in das 140-Zeichen-Format oder simpel gesagt dieses Zwei-Sätze-Format von Twitter passen, aber in Wirklichkeit hat Gauck doch viel ziseliertere Sachen gesagt und keineswegs das, was ihm da jetzt vorgehalten wird. Man müsse jeden dieser Wortfetzen im Kontext sehen und dann würde etwas ganz anderes daraus. Und es ist schon wahr, in fast allen dieser Fälle hat er mehrere Meinungen gegeneinander abgewogen, was ja nicht heißt, dass er sie sich zu eigen macht, um dann zu einem eigenen Urteil zu kommen. Ein Urteil, das man nicht unbedingt teilen muss, aber eine Meinung, die man schon vertreten kann, ohne dass man da gleich als Präsident fürchterlich dasteht. Man muss sich das nur im Detail ansehen und mit ausreichend Quellenstudien und auch mit so einem medienkritischen Geist, der weiß, dass Medien halb provokante Sätze gern zu ganz provokanten Schlagzeilen machen. Aber andererseits, wenn man sich das am Beispiel des Herrn Gauck im Detail und mit ausreichend Quellenstudium ansieht, kommt man doch oft zu dem Schluss, dass zwar vom knallig provokativen der Schlagzeilen nicht so viel übrig bleibt, aber dass der Grundtenor seiner Aussagen auch durch den Kontext nicht wirklich verändert wird. Ja, Gauck ist kein Sarrazin-Fan, aber dass es ein multiethnisches Deutschland gibt, ist ihm noch nicht so richtig aufgefallen. Und wenn doch, dann kommt er an Sarrazin schon ziemlich nah ran, dass in manchen Gegenden zu viele Zuwanderer und zu wenig Altdeutsche leben beispielsweise. Er kann da jetzt sagen, dass er damit nur ein bestehendes Unbehagen anspricht. Aber halt ein anderes bestehendes Unbehagen, das der Zuwanderer nämlich hat er nie angesprochen, wenn er Sarrazin mutig nennt. Und das ist wahrscheinlich kein Zufall. Oder zumindest meistens hat er es halt in diesen Fällen nicht angesprochen. Da der Gauck natürlich auch ganz viel redet, findet man natürlich auch andere Stellen, so wie diese aus einer Rede. Da hat er mal gesagt, wir wollen eine aufnehmende und einladende Gesellschaft sein. Vor kurzem war ich tief bewegt, als ich die mangelnde Beheimatung spürte, die viele von Ihnen, also den Zuwanderern, immer noch spüren, selbst wenn sie hier geboren sind. Und so können wir das mit jedem Zitat machen, mit einem nach dem anderen. Schaut man sich die Wortmeldungen Gaucks zum Kapitalismus und zur Krise an, dann wird man feststellen, allzu viel hält er vom europäischen Sozialstaatsmodell nicht. Er ist da recht nah an irgendwelchen Neokons, für die Freiheit nur Wirtschaftsfreiheit heißt. Und sein eigener Freiheitsbegriff ist halt auch einigermaßen eng geführt. Ich meine, viele Leute sind ja berührt, wie Gauck über Freiheit und Verantwortung sprechen kann. Er ist ja ein großer Prediger und vieles von dem, was er da sagt, kann ich auch unterschreiben. Aber letztendlich ist er dann doch einer von denen, die da so das Bild einer Waage im Kopf haben. Gibt es zu viel Gleichheit, dann leidet die Freiheit. Als wäre die Gleichheit nicht die Voraussetzung für Freiheit, weil grobe Ungleichheit
freiheitseinschränkende Wirkungen für viele hat. Aber der Gauck ist halt in einer Diktatur sozialisiert und auch nicht mehr ganz jung. Und wenn er von Freiheit redet, ist er von seinem strammen Antikommunismus geleitet, gegen den ich ja nichts habe. Aber der wirkt halt ein bisschen so manchmal, als wäre er mental noch in den 50er Jahren stecken geblieben, als würde die Freiheit heute noch von den Sowjets bedroht. Aber heute ist sie eher von den wirtschaftlichen Ungleichheiten bedroht und von den Folgen, die diese hat. Also von den Privilegien von Superreichen, aber auch von den Chancenlosigkeiten, die viele verspüren, von den Frustrationen und den Depressionen, die unsere Gesellschaften durchziehen und richtig zerreißen. Mit einem Wort, Gauck ist bestimmt kein böser Finger, aber er, der sich gerne als liberaler, linker Konservativer bezeichnet, ist in vielen Fragen eher ein strammer Konservativer. Und vielleicht hat Frau Merkel ihn gerade deshalb zu verhindern versucht, weil sie die Erzkonservativen in ihrer Partei so schön an den Rand gedrängt hat, da braucht sie keinen Fürsprecher für die im Präsidentenamt. Aber so absurd es war, ihn als Heilsgestalt zu vergöttern, so ist es vielleicht auch absurd, ihn jetzt als ganz schlimmen Kerl hinzustellen. Gefühle sind ja manchmal eine ganz wichtige Richtschnur. Und mein Gefühl hat mir vor 1,5 Jahren schon gesagt, dass ich nicht verstehe, warum den alle so toll finden. Vor allem auch hinsichtlich seiner Rolle als sehr parteilicher Chef der Stasi-Unterlagenbehörde in den 90er Jahren. Aber so sehr sagt mir jetzt mein Gefühl auch, dass die Anti-Gauck-Entrüstung auch ein bisschen hysterisch ist. Und ich gebe ja zu, Gefühle können auch trügen, aber meistens trügen sie mich nicht. Es kommt ja da immerhin kein populistischer Radaubruder ins Amt, sondern einer, der Meinungen, die keineswegs die meinen sind, auf recht kluge und abwägende Weise zu formulieren versteht, mit dem man nicht einer Meinung sein muss, aber mit dem sich auch streiten lässt. Und das ist ja nicht so schlimm, oder? Wenigstens kommt eine Debatte in Gang. Sieht man ja jetzt schon. Jetzt wird nicht mehr darüber geredet, wie der Bundespräsident sein Haus mit Kredit finanziert hat und wie nicht, sondern jetzt wird darüber geredet, welcher Freiheitsbegriff den heutigen Freiheitsgefährdungen gerecht wird und was Datenschutz und Bürgerrechte eigentlich bedeuten, wie Sicherheitsbedürfnisse und Freiheitsnormen abgewogen werden müssen und wie man sie besser nicht abwägen sollte. Und so weiter. Da wird ja jetzt glatt wieder so ein bisschen philosophiert in den Leitartikeln. Na, und das ist doch nicht so schlimm. Ja, natürlich ist Gauck not my president und nicht nur deshalb, weil er der deutsche Bundespräsident ist und ich ein Österreicher. Natürlich ist er not my president. Ja und? Man kommt doch auch ganz gut durchs Leben, ohne dass man jemanden hat, über den man sagen kann, this is my president.